Heimspiel gegen den TSV 1860 München, Endstand 1:2. Ich darf zu Recht Michael Kölner begrüßen, den Gästetrainer, zu linken Thomas Stamm, unseren Trainer. Das erste Wort hat wie immer der Gästetrainer. Ihr Statement zum Spiel mit Herrn Kölner. Ja, danke schön. Ich glaube, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir wollten hierher fahren und gewinnen. Wir wussten natürlich, dass es in Freiburg sehr, sehr schwer ist. Wir sind nicht umsonst eines der heimstärksten Teams in der Liga. Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, das war richtig, richtig gut. Ich glaube, wir haben einen sehr druckvollen Fußball gespielt, extrem aggressiven Fußball und viele Lücken in die Fünferkette des Gegners gerissen. Und von dem her, glaube ich, haben wir uns viele Möglichkeiten herausgespielt und haben sehr, sehr oft im gegnerischen 16 aufgetaucht. Und den Gegner immer wieder vor große Probleme gestellt und so war, glaube ich, auch folgerichtig die rote Karte, dann Abwehrspieler ein großes Problem bei Braun mit Bär. Und dann konnte man mit einem Freistoß dann mit in Führung gehen. Ich glaube, das 2-0 war nochmal ein sehr schönes Tor von uns und glaube ich, dann in der ersten Halbzeit 5 Minuten im Pressing nicht stark genug und da sieht man natürlich schon bei den Gegentreffern, dass Freiburg in die Tick mehr Raum bekommen, dass dann schon schwierig ist, am Ende solche Dinge gut zu verteidigen. Und das haben wir leider mit einer Aktion gegen uns am Ende dann mit den Gegentreffer nehmen müssen. Zweite Halbzeit dann, glaube ich, haben wir die ersten 10 Minuten nicht gut ins Spiel gefunden. Hiller hat uns dann mit zwei Paraden hintereinander, glaube ich, dann die Führung noch gehalten. Und dann mit der und dann haben wir das Spiel eigentlich in den Griff gehabt und dann kommt die zweite Hinausstellung vom Gegner, die genauso berechtigt war. Glaube ich, haben wir dann das Spiel dann schon in Kontrolle gehabt, aber so wie es dann immer ist, wenn du dann eine Spielstruktur nicht hundertprozentig einhältst, dann wird es natürlich auch in der Überzahl schwer, dass du dann das dritte Tor machst und so muss dann trotzdem bis zum Schluss am Ende kann immer was passieren, aber ich glaube, im Gegensatz zur letzten Woche sind wir heute schadlos rausgegangen in der Schlussphase und so freuen wir uns über 3 Punkte. Wir sind, glaube ich, gerüstet für nächste Woche aus Osnabrück zu Hause und da freuen wir uns drauf. Und wie gesagt, hoffen wir, dass sich mit Bayern Teichmann die Verletzung nicht schlimmer ist, dass wir dann am Ende nächste Woche wieder mit dem gleichen Personal plus eventuell Leandro Bagalla dann das Spiel gegen Osnabrück gehen können. Freiburg alles Gute für die letzten Spiele. Gastner, glaube ich, ist für die U23 den frühzeitigen Gast, glaube ich, eine tolle Geschichte und zeigt natürlich auch, dass sie eine gute Saison spielen und am Ende dann drücke ich einen Daumen für die nächsten Spiele. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kölner. Thomas, hast du das Spiel gesehen? Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, schwierig. Ich fand, wir waren ein gutes Spiel bis zur roten Karte. Dann finde ich auch Gegner immer wieder Zugriff bekommen, haben wenig zugelassen bis dahin, waren eher spielbestimmt. So habe ich die ersten Minuten wahrgenommen. Und dann ist schon so, dass wir, die rote Karte ist klar nichts berechtigt von Sanrino, haben das x-mal angesprochen, dass sich da der auch immer wieder gut im Rücken löst, dass er sich seine Räume sucht. Und dann darf es nicht zu so einer Situation kommen, wo es dann jetzt 1-1 geht, weil er einfach das Tempo hat. Und dann klar, es ist schwierig. Mich ärgert dann das erste Tor, weil es hat nichts mit Unterzahl zu tun, sondern wir müssen da einfach in der Mauer stehen bleiben, so wie es ausgemacht ist. Da geht er nicht rein. Und dann auch beim zweiten Tor hat sich in der Gegenaufnahme in Zone 1 keiner zuständig gefühlt. Und dass du dann klar mit einem Mann weniger immer wieder so ein bisschen was zulässt, das ist so. Aber wir hatten mit dem 2-1 unsere Chancen, hatten dann nochmal eine gute Möglichkeit und ich glaube, in Unterzahl immer wieder Nadelstiche setzen können und dann. Ja, wenn du was mitnehmen willst, wenn du einen Punkt mitnehmen willst, dann muss die Chance von, oder Doppelchance von Emilio rein. Die ist nicht rein, super gehalten. Und dann klar, wird es richtig schwierig mit der zweiten Gelb-Roten. Da sehe ich auch so, dass die zweite Gelbe berechtigt ist beim Ball wegschießen. Das gab es davor auf der gegnerischen Seite auch ein, zwei Mal, gab es keine gelbe Karte. Da hätte ich mir ein bisschen Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht. Da ist es nicht darum, gegen Zeit zu schinden, sondern ich glaube, das gehört dazu. Und dann wäre es wünschenswert, wenn es auf beide Seiten gleich gemacht wird. Aber Sascha darf dann in der zweiten Aktion nicht mit der Intensität rein, weil dann nimmt er eine Verletzung in Kauf und dann ist die zweite berechtigt. Aber in der Summe finde ich dann schon hart. Aber haben bis zum Schluss probiert, alles reinzulegen. Gute Mentalität gezeigt, dass wir vielleicht noch einen Punkt mitnehmen. Aber klar, wird es dann mit zweimal weniger einfach schwierig. Aber die Art und Weise war gut. Ich fand die Anfangsphase sehr, sehr gut, weil wir da immer wieder Lösungen gefunden haben mit Ball. Wenig zugelassen haben im Spiel gegen den Ball. Und
Wünsche euch alles Gute. Habt noch ein paar tolle Spiele vor euch. Könnt da vorne mitmischen. Und ja, wir müssen uns schütteln. Sind jetzt 3 Niederlagen am Stück. Aber haben auch schon gezeigt, dass wir das gut wegstecken können. Und ja, gut vorbereiten für ein weiteres schwieriges Auswärtsspiel. Danke. Danke dir, Thomas. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Kleinen Moment, dann im Mikro. Oliver Chris, Blau 24. Herr König, ich wollte wissen, warum es so schwer war für Ihre Mannschaft in Überzahl, in doppelter Überzahl, eben den Ball besser laufen zu lassen, in die Breite zu gehen. Warum hat die Mannschaft da irgendwie das vermissen lassen, eben diese fußballische Qualität? Ja, das zeigt uns eigentlich schon aus, dass wir mit dem Ball eigentlich gut spielen können, aber heute war dann irgendwie ein Stück weit ein Wunder drinnen und ich glaube, dass wir dann ja, immer so kleine Fehler dann eingestreut haben und die gingen dann eher in die Psyche rein und dann, glaube ich, ist für die Mannschaft dann immer schwer, dann trotzdem den Faden weiterhin zu behalten. Ich glaube, was ich vorher schon gesagt habe, das Schwierige ist immer, dann in Doppelüberzahl die Spielstruktur einfach gut einzuhalten. So wie man in der ersten Halbzeit gespielt und den Flügel gut überladen und gut in die hinter den dritten, in die äußeren Innenverteidiger reinzukommen im Rücken. Das haben wir gut gemacht und das haben wir dann 2 Halbzeit immer gemacht und da sieht man natürlich auch, wir leben natürlich schon sehr von der Spielstruktur, wir leben sehr von einem sehr, sehr guten, ausgewogenen Spiel und wenn natürlich dann einzelne Spieler dann an der Struktur dann am Ende dann die verlassen, dann wird es schwer. Wie gesagt, aber am Ende wusste man, dass es hier schwer ist, 3 Punkte zu holen, am Ende haben wir 3 Punkte dennoch geholt und natürlich wünscht man sich natürlich, dass wir dann das dritte, vierte, fünfte vielleicht macht, aber am Ende, wie gesagt, sollen in so einer Phase jetzt die Punkte und wir nehmen 3 Punkte mit und von dem her, wie gesagt, glaube ich, sind wir gut gerüstet für nächste Woche im eigenen Stadion, weil wir schon hoffen, dass die Magie unseres Grünwalder Stadions so ein Stück weit eine Rolle spielen wird, dass wir dann zu Hause auch so gut schlagen können. Wie sehr sind Sie verärgert über sich selbst? Die 3. gelbe Karte sind gesperrt jetzt fürs, oder die 4. gelbe Karte sind gesperrt für dieses Heimspiel gegen, für dieses wichtige Heimspiel gegen Osnabrück, müssen von draußen zuschauen sozusagen. Und was war der Grund für diese gelbe Karte? Ja, dass man natürlich dann in so einem Spiel fehlt, ist natürlich schon bitter, keine Frage. Aber ich glaube, dass die Mannschaft schon sonst war, mit einem Trainer, der nicht unbedingt an der Linie steht, sondern ein bisschen weiter weg steht, dass es am Ende dann keine großen Auswirkungen hat, sondern am Ende es darum geht, dass wir unser Spiel und uns auf den Platz bringen. Und dann müssen wir in erster Linie die Spiele in der Woche vorbereiten. Da bin ich ja als Trainer dann trotzdem auf dem Platz. Also da muss ich dann keine Sorgen machen. Und von dem her glaube ich schon, dass wir dann gut unterwegs sind. Und ja, es sind dann immer so Dinge, geht die mit der Gerechtigkeitsfanatiker durch. So ist man Klaus, Fall und Reichmann. Und auf der gegnerischen Bank ist ständig reklamiert worden, dass wir uns nur fallen lassen, dass kein Kontakt da ist. Und, ja, und da muss man natürlich schon immer aufpassen, bei 2-mal mehr, dass der Schiedsrichter am Ende dann den Mitleid mit dem Gegner hat und denkt sich dann, da lasse ich die persönlichen Strafen jetzt weg und ich lasse, weil ich dann eh schon 2-mal minder soll, dass man trotzdem dann auch solche Sachen dann auch handelt. Und wie gesagt, aber ist jetzt vorbei und das, wie gesagt, jetzt geht es dann, hoffe, dass wir gut nach Hause kommen und dann bereiten wir uns sehr, sehr gut auf Osnabrück vor und dann, glaube ich, werden wir zu Hause ein richtig schönes Match haben. Dann einmal Stefan Wink, 60.de. Hallo, Herr Kleiner, servus. Stichwort Janik Deichmann, gibt es schon erst eine Diagnose? Weil Sie gesagt haben, Sie hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist, aber. Nö, es gibt keine Diagnose, jetzt müssen wir mal schauen, was da kreiert und im Knie passiert ist. Ich hoffe, dass die nur eine Prellung ist am Ende, dass der Schlag jetzt darauf geht, dass das am Ende dann, dann die nächste Frage sich dann wieder aufhebt. Der Janik ist schon ein Kämpfer und ein Beißer, also ich bin schon guter Dinge. Dass am Ende ist, hoffentlich dann nicht so schlimm sich herausstellt und was dann morgen, wenn es dann MRT-Event dann gibt, dass es dann aus den nächsten Tagen sich dann wieder gibt und wir am Ende mit Janik dann am Samstag gegen Osnabrück, dass er auflaufen kann gegen Osnabrück. Zweite Frage ist, Sie hatten vorher gesagt, Sie hätten sich schon noch 3., 4., 5. Tor erhofft, aber hätten wir da nicht vielleicht doch ein bisschen anders dann auftreten müssen? Also ich war ja Haupttribüne gesessen, habe mir das so angeschaut und habe gedacht, so wirklich zwingend ist es auch nicht. Ist es dann vielleicht schon so im Hinterkopf, dass man sagt, man nimmt dann lieber das 2-1 mit nach Hause, als dass man dann mal in den Konter reinläuft? Weil es war so eine Situation, da hat der Dennis Dressel den Ball nach vorne nach vorgeführt und es ist keiner mitgekommen. Der hat sich umgeschaut, keiner kam, hinten stand es zu 6., zu 7. rum und vorne war nur noch der Marcel Bär und er selber. War das dann vielleicht doch nicht auch ganz so zwingend auf ein 3. Tor gespielt? Nee, das war sicherlich nicht zwingend, dass du die Tor gespielt hast, man muss natürlich trotzdem auch die Spielerstücke verstehen. Und wenn man selber mal auf dem Platz gestanden ist,
sondern wir haben letzte Woche gegen Saarbrücken einen ganz späten, bitteren Ausgleich bekommen. Das bringst du so schnell, dass sie da unten raus. Und da hast du immer so ein Gefühl, dass dann hoffentlich kriegen wir am Ende jetzt dann kein Konter oder irgendein dummes Tor noch. Das war gegen Saarbrücken auch so, die waren ja auch mausig tot in dem Spiel und am Ende machen die dann trotzdem nur 1-1. Und von dem her habe ich gesagt, dass du das schon im Kopf drinnen. Und dann ja, denkst du dir, ja, da bleibe ich lieber mal stehen und geh nicht mit und geh dann aufs dritte Tor. Und wie gesagt, am Ende war es für mich wichtig, dass wir das Spiel einbringen, dass wir 3 Punkte mitnehmen. Und das war uns vorgenommen vom Spiel, dass wir eher von zu siegen. Wenn man sich jetzt mal das Ganze auch von Freiburg zu Hause anschaut, ich glaube, da haben jetzt wenige Mannschaften gewonnen. Und man sieht auch, wie gesagt, dass eine junge, sehr, sehr gut ausgebildete Mannschaft am Ende auch da trotzdem im eigenen Ballbesitz mit dem Torwart dazu. Am Ende ist es dann trotzdem keine Doppelüberzahl, sondern eine einfache, weil sie dann einfach sehr viel mit dem Torwart gespielt haben. Da musst du trotzdem schauen, dass du am Ende jetzt nicht immer in der Restverteidigung zu sorglos bist. Und da haben sie einfach auch schnelle Leute und man hat dann nochmal frische Kräfte reingebracht. Und von dem her war es für mich wichtig, dass man einfach dann trotzdem das Spiel einfach dann auch clever heimspielen am Ende keine Chance mehr zulassen. Und es gab ja keine Chance mehr. Also von dem her gab es da immer wieder mal so im Mittelfeld bedrohliche Situationen, wo die dann über so eine Steigabsituation immer mal dann ja, unser Mittelfeld überspielt haben, aber wir trotzdem hinten mit, haben wir das gut verteidigt und am Ende müsste dann Marco Hiller am Ende auch keine Chance mehr irgendwie vereiteln, sondern dann war es am Ende so, dass wir dann einfach dann trotzdem die 2 einfach mitnehmen wollen. An den Herrn Stamm hätte ich noch eine Frage. Herr Stamm, war der Vincent Bermay verletzt oder warum Sie den raus? Weil ich glaube, der ist als Brecher in den letzten Minuten vorne drin. Da war ich dann als Löwenfan schon froh, dass der nicht mal dabei war. Ja, ich glaube, wir hatten ihn 19 Minuten draufgelassen, hat in der Pause schon ein bisschen muskulär was gespürt. Und dann so lange wie möglich probiert, ihn draufzulassen. Da muss trotzdem so werden. Nächste Woche dann auch wieder ein Spiel und dann ist immer abzuwägen. Lässt du ihn drauf und hast ihn dann vielleicht eine Woche später nicht mehr. Ja, diese Abwägung gilt es dann zu treffen und dann haben wir uns entschieden, ihn raufzunehmen, frische Kräfte nochmal zu bringen. Aber klar, hätten wir ihn auch gerne 90 Minuten auf dem Platz gehabt. Gibt es weitere Fragen? Ah, dann wieder Fragen. Ja, Thomas, der Kollege hat ja gerade schon quasi zum vorzeitigen Klassenerhalt gratuliert. Ich glaube, du siehst es noch nicht ganz so. Und wahrscheinlich auch, machst du denn jetzt noch ein bisschen Sorgen angesichts der Spiele, die ihr noch habt, weil es sind ja schon noch ziemlich viele hochkarätige Gegner, die ihr vor euch habt noch. Haben wir noch, aber wir haben auch heute gezeigt, dass wir, glaube ich, gut mithalten können, wenn wir die Dinge abarbeiten. Von daher. Ja, wir brauchen noch den einen oder anderen Punkt, aber ich bin da optimistisch, wenn wir so wie am Mittwoch und so wie heute danach auftreten in Unterzahl, aber auch die ersten Minuten in Gleichzahl, dass wir unsere Punkte einfahren werden, wenn wir so auftreten wie gegen Fern. Am letzten Wochenende, Samstag, dann wird es schwierig, aber die letzten 2 Spiele lassen mich schon optimistisch stehen, dass wir da unsere Punkte einfahren. Und haben wir in der Hinrunde gegen Mannheim gewonnen, zu Hause. Deshalb ein richtig schwieriges Spiel, aber ich glaube, es ist möglich und das zeigen auch die Resultate, dass jeder jeden schlagen kann. Wir müssen unsere Dinge abarbeiten und dann glaube ich, dann werden wir die Punkte holen. Aber ja, erledigt ist die Aufgabe noch nicht zu 100%. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke euch und Ihnen fürs Kommen, unseren Gästen, eine angenehme Einreise und alles Gute für den Rest der Saison.